Ich bin der Peter Weichselbaumer, ich bin Unternehmer und gleichzeitig auch Obmann und Vorstandssprecher des Forum Humanismus Willering. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den das Stift Willering, die Marktgemeinde Willering gemeinsam mit der Tabakfabrik Linz gebildet haben. Und es geht vor allem ganz grob darum, die Welt zu einem besseren Platz zu machen und den Mensch dabei in den positiven und produktiven Mittelpunkt zu stellen. Ja, das ist ganz eng miteinander verwoben, da gibt es keine Trennung, denn am Ende des Tages ist der digitale Wandel eine wichtige und richtige sozusagen Entwicklung. Wir müssen aber schauen, dass wir die Menschen nicht verlieren, dass wir sie in den Mittelpunkt stellen. Und das ist auch gerade auch in der Kommunikation, aber in der Strategie, im täglichen Business, in der Wirtschaft ein wesentliches Erfolgskriterium. Nun, wir müssen den digitalen Humanismus als essentiellen Bestandteil der digitalen Transformation sehen und auch nützen. Und wir müssen eben wegkommen von dem Denken, nur in Systemen und Technologien zu denken. Das ist die eine Mitte des Erfolges, aber die zweite Mitte ist der Mensch und sein Verhalten und seine Integration und den Nutzen, den er durch die Digitalisierung bekommt. Und da haben wir einiges zu tun und das ist letztlich der große Knackpunkt und Handelspunkt des digitalen Humanismus.